nach diesem großen Sieg in der letzten Minute. Da haben wir ihn gesehen, Hendrik Starostzik. Gut weitergeleitet auf Mogge. Starke Flanke und der Abschluss. Oh, Riesenmöglichkeit. Ich meine, das wäre Stendera gewesen. Erste Riesenmöglichkeit in der ersten Spielminute. Das ist Hans Wulff, die Torwartlegende. Die in der Halbzeit heute nochmal übrigens ins Tor geht. Ganz genau so ist es. Dann gibt es hier, glaube ich, ein Elfmeterschießen gegen Thorsten Bauer und gegen ausgewählte Fans. Jetzt schauen wir erstmal auf den Schuss. Abschluss von Worms. Zunächst auf Marco David, der es dann versucht hat. Und Starostzik, der das Ding in die Maschen gehauen hat, in den Winkel. Also gerne wieder. Jetzt sehen wir aber erstmal wieder Worms. Nächster Abschluss. Und der jetzt noch abgefälscht. Auch im Mittelfeld fällt es extrem auf bei den Wormsern. Sie handhaben das extrem flexibel. Und sie werden stärker, übrigens so seit 5-6 Minuten. Trauen sich auch mehr zu, jetzt im eigenen Spielaufbau. Spiel läuft weiter, kein Foul gepfiffen. Sciara von 4 Löwen umgeben. Trotzdem bleiben die Wormser an Ball. Schussmöglichkeit. Und da ist die erste Hand von Marlon Sündermann. Den muss er halten, den hält er aber auch. Ah, da müssen die Löwen den Ball vorher erobern. Sciara hier gegen 4 Weiße. Bekommt den Ball trotzdem noch weiter. Aber auch stark von Grimmer gesehen. Ein Spiel mit wenig Möglichkeiten, jetzt aber mal viel Platz für Torres. Das ist der Eingewechselte, abgeblockt, Felix Hache. Erste Aktion und Starostzik löffelt den wieder nach vorne Richtung Jon Mogge. Kein Abseits, Mogge versucht ihn aufs Tor zu bringen. Rico Zimmer ist dazwischen. Insgesamt 20 Mal haben beide Teams gegeneinander gespielt. 9 Siege für den KSV, 7 Unentschieden und nur 4 Niederlagen. Oh, was für ein Solo und da ist das Tor. Lennart Grimmer trifft zum 0:1 nach einem sehr starken Solo. In der 44. Spielminute, kurz vor der Halbzeit, fällt die Führung für die Gäste. Schauen wir nochmal drauf auf diesen Treffer. Weiter Ball, erster Kontakt ist gut. Springfeld kommt nicht hinterher. Ein Haken, einfache Täuschung und dann schiebt er ein ins lange Eck. Und das sind die mitgereisten Fans von Wormatia Worms, die jetzt hier natürlich kurz vor der Halbzeit bestens gelaunt sein sollten. Shehada. Und dann können sie sich befreien. Umschaltmöglichkeit bei den Gästen. Jetzt über rechts. Gözitok. Treibt das Leder, wird erstmal nicht angelaufen. Lukas Iksal etwas passiv. Jetzt der Abschluss. Oh, schon wieder von Lennart Grimmer. Wobei es auch sein kann, dass Tobi jetzt auf eine Dreierkette hinten umsteigt. Jetzt müssen wir erstmal aufpassen. Sciada! Oh, der wird noch gestört von Starostzik und deswegen bekommt er da nicht mehr ganz so viel Wucht hinter den Ball und schießt dann zu mittig auf Sündermann. Gucken wir gleich drauf. Riesenchance für die Wormser, hier das 2-0 zu machen. Miesbach, langer Schlag. Es bleibt ihm auch nichts anderes übrig. Die Wormser stellen es jetzt vorne gut zu und diesmal kommt er auch an. Also, Verlagerung rüber auf die rechte Seite. Das ist der neue Mann, Oliver Isser-Schmidt. Flanke kommt Richtung Fischer. Marx passt auf. Reus nochmal mit dem Kopf dazwischen, aber ja, dann wieder Offensivfoul gepfiffen. Tobi Damm hat jetzt quasi mal die komplette Offensivabteilung ausgetauscht. Nächste Gelbe gibt's.
gegen Hache, dann war die Gelbe, die es vorhin gegeben hat, hoffentlich nicht gegen Hache. Denn dann hätte jetzt einer einen Fehler gemacht. Also hoffentlich ich. Jetzt kommt der Schiedsrichter aber doch auch nochmal auf die Idee und guckt nochmal nach. Ja. Denn wenn er jetzt sieht, Moment mal, die 35 habe ich doch eben schon mal verwarnt, dann war es das jetzt für den Mann. Ja. Und Hache wusste es natürlich, der ist zwar relativ schnell Richtung eigene Mannschaftsbus wieder unterwegs gewesen, um da weiterzuspielen, aber okay, dann habe ich doch aufgepasst. Und der Schiedsrichter hat es jetzt auch gemerkt und hat gesehen, zweimal gelb macht gelb-rot. Ich glaube, da hat der Schiedsrichter gesagt, komm, ist ein weiter Weg für mich bis zum Sommer. Da bleibe ich im Winter. Gute Flanke, gute Flanke! Gute Parade aber auch von Zimmer. Brill, setz nochmal nach. Der Captain geht jetzt voran. Schussmöglichkeit für Issa Schmidt. Au, wäre das ein Einstand gewesen für den Mann, der heute hier sein Heimspieldebüt feiert. Najar, Doppelpass mit Döringer. Najar, oh. Nochmal Serkan Dorna. Und jetzt vielleicht Miesbach, Alex Miesbach. Nächster Block. Dauerdruck jetzt beim KSV wird honoriert auf der Tribüne mit Applaus. Oh, der Torwart weit draußen. Tor für den KSV, Ausgleich. Ich glaube, es war Issa Schmidt. Wahnsinn. 80. Spielminute. Zimmer weit aus seinem Kasten. Und der KSV ist zurück im Geschäft. Und noch ist hier zu spielen. 9,5 Minuten und Serkan Dorna jetzt auf und davon. Wartet noch kurz, nimmt Najar mit. Najar, Issa Schmidt, schon wieder Issa Schmidt. Und Zima. Ja, die Aufregung der Bank der Wormser ist unberechtigt. Die haben argumentiert, dass die Löwen den Ball hätten ins Ausspielen sollen, weil ein Wormser auf dem Boden lag. Nur ehrlicherweise, die Wormser hätten ihrerseits selbst die Chance gehabt zuvor, haben sie nicht getan. Jetzt landen die Bälle natürlich auch die zweiten. Immer wieder bei den Weißen. Döringer, Döringer! Drüber. Die Wiese ist ja im Abstiegskampf. Bloß nicht verlieren. Weiter Ball jetzt schon wieder vorne rein Richtung Issa Schmidt. Issa Schmidt immer noch am Ball. Oh ja. Jetzt vielleicht nochmal. Weite Flanke, Dorna. Und der Abschluss. Und er geht drüber. Darf sich aber jetzt nicht so viel Zeit lassen. Sündermann. Oh, verlängert. Wieder Starostik da vorne. Und das dürfte es gewesen sein. Das Spiel ist aus. 1:1 am Ende. Der KSV spielt Remis gegen Wormatia Worms. Letztendlich, denke ich mal, ein leistungsgerechtes Unentschieden. Die Wormser in der ersten Halbzeit drücken da und mit der Führung kurz vor Halbzeitpfiff in der 44. Minute und nach der gelb-roten Karte bei Wormatia Worms, die an Felix Hache ging, war der KSV deutlich besser drin in der Partie mit einer richtig starken Druckphase.